Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Euro Truck Simulator 2 in der Special Transport Edition. Ihr habt mir eine Strecke vorgeschlagen in Frankreich, die kann ich aber noch nicht annehmen, weil ich da gar nicht so schnell hinkomme. Deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Heute werde ich euch einen... heute werde ich euch einen Mod vorstellen, ein Skinpack. Also, ja, es ist ein Mod und ein Skin. Und wir werden auf einer, ja, schon öfter mal besuchten Strecke fahren, allerdings mit neuer Fracht. Wir werden erstmals eine Schaufel transportieren, eine Baggerschaufel. Das ist schon ein größeres Konstrukt, glaube ich 20 Tonnen. Das werden wir hier nach Amsterdam, von Brüssel nach Amsterdam bringen. Und wenn wir damit fertig sind, dann werden wir in Frankreich ein paar Aufträge machen. Zum Beispiel wollte ich ja noch den Helikopter transportieren und das wäre dann auch was, was ja, in den nächsten Folgen gemacht wird. So. Tanks werden aufgefüllt, Fahrzeiten werden wiederhergestellt. Da ist das Ding. Man wird schon, ja, wird interessant damit zu fahren. Mal gucken. Genau, und wenn wir dann die entsprechenden Städte freigeschaltet haben in Frankreich, in denen das ein bisschen anspruchsvoller sein soll, dann gibt es nochmal eine Special Transport Folge in Frankreich von dieser etwas anspruchsvolleren Strecke. Ja, und heute wird nochmal geprüft und gemessen. Und heute fahren wir eben mit dieser Schaufel und ihr werdet gleich sehen, was da noch dabei ist. Ich lasse das gerade mal kurz durchlaufen, weil es immer so bombastisch ist. Hier sogar Scheinwerfer aufgestellt, damit auch alle, und da werden die Seile nochmal kontrolliert. So, die kennen wir schon und da vorne seht ihr das schon. Das ist nämlich, es gibt jetzt ein Mod im Steam Workshop. Müsst ihr einfach mal gucken, gebt da einfach mal Sprinter oder sowas ein. Und der hat eben dieses Begleitfahrzeug durch einen Sprinter ausgetauscht und dann hat dieser, dann hat der liebe Jonathan mir noch einen Repaint gemacht und das sieht so aus, Schwertransport, also wie man das aus Deutschland kennt, das ist glaube ich so eine typische Sache, also ich kenne Schwertransport, Begleitfahrzeuge tatsächlich auch, ja, mehrheitlich so als Sprinter. Ja, passt das? Mal kurz von außen gucken. Ja, passt. Kenne das mehrheitlich als Sprinter, deswegen hat es mich gefreut, dass es geklappt hat und dass der hier eben diese Begleitfahrzeuge dazu fügen konnte und dann haben wir jetzt auch, ja, quasi die deutsche Edition dazu als Sprinter in der passenden Lackierung und ich weiß nicht, kann man sich das kurz anschauen, der hat das jetzt kurz gesperrt. Ja, man sieht, da steht auch Schwertransport drauf und es ist tatsächlich nach einem originalen Vorbild gebaut. Also ich habe mir das bei Google Maps, ach wir müssen ja nicht an roten Ampeln halten, ich habe mir das bei Google Bilder mal angeschaut, da gab es tatsächlich so einen Schwertransport, also in dieser Lackierung. Das ist also originalgetreu, wenn man so will. So, da bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier, wie wir jetzt hier zur Rande kommen. Auch wieder von der Polizei, von der Belgischen abgesperrt. Ja, das wird spannend. Also bis jetzt läuft ja alles ganz gut. Es kam auch immer sehr gut an bei euch, die Folgen. Ne? Also das fand ich sehr interessant. Schwertransport wollen wir alle immer. Ist aber auch spektakulär. Ne? Also wenn sowas mal durch die eigene Straße rollt vielleicht oder durch die eigene Stadt, dann ist schon immer was los an den Straßen. Und wir fahren auch mal originalgetreu bei Nacht. Das ist ja auch von euch so gewünscht worden. So. Setzen wir schon mal den Blinker. Und warten kurz auf das Begleitfahrzeug, das hintere. Ja. Hier ist natürlich auch wieder unser Interieur. Ich habe den Schenker jetzt mal nicht ausgetauscht. Da hatte ich euch ja gefragt, wie sieht das aus? Macht Schenker auch Schwertransporte? Und ihr habt geschrieben, ja, und habt sogar Links geschickt. Sehr interessant. Hätte ich nicht gewusst, aber deswegen habe ich ja gefragt. Also vielen Dank euch fürs Feedback. Wir bleiben hier auf der Spur, okay. So breit ist die Schaufel nicht, ne? Schon relativ viel Aufwand für so eine Schaufel. Was das kostet. Letztens ist der Transrapid transportiert worden und da gab es auch eine Doku. Ich glaube, das hatte ich mal erzählt, ne? Da gab es auch eine Doku, der ist ja irgendwie zu diesem Fleischfabrikant da transportiert worden. Ich fahre mal ein bisschen weiter rechts, dann kommt der ohne Probleme vorbei.
Der ist ja zu diesem Fleischfabrikant, der den gekauft hat, transportiert worden. Und das war auch sehr spektakulär. Da haben auch nicht alle Sachen so funktioniert, wie sie funktionieren sollten. Und dann haben die Achsen nicht richtig funktioniert. Ach ja, das war auch in den Kommentaren. Kann ich hier die Achsen eigentlich bewegen? Kann ich die liften, die vom Trailer? Das wäre natürlich mega. Werde ich nachher mal ausprobieren, wenn ich es nicht vergesse. Das wäre ja echt cool. Ich finde auch das Begleitfahrzeug, ich finde das noch eine Spur cooler als das Standard-Begleitfahrzeug. Ich finde, das Repaint ist dem Bonner wirklich sehr gut gelungen und das Fahrzeugmodell ist natürlich auch toll, dass die das so schnell dann kurz nach dem Release rausgehauen haben. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir eigentlich fahren müssen. Na, 177 Kilometer noch. Ah, und am Rand stehen dann aber die Standard-KI-Fahrzeuge. Okay. Gut zu wissen. Spurwechselmanöver. Na. Das klingt nach Action. So, jetzt muss erstmal das hintere vorfahren. Das ist schon vorgefahren, das hat schon abgesperrt. So, jetzt das. So. Jetzt dürfen wir nachrücken. So, dann kommen wir in den frühen Morgenstunden an. Vielleicht doch noch ein bisschen weiter rechts. Ja, 3 Uhr nachts. Typische Schwertransportzeit, glaube ich, ne? Da lebt man auch so ein bisschen gegen die Uhr, glaube ich, wenn man so professioneller Schwertransportfahrer ist. So. Ich plane auch in Zukunft wieder häufiger Euro Truck Simulator zu zeigen, dann aber mit Mods. Also vor allen Dingen mit Fahrzeug- und Trailer-Mods. Ich habe mich da ein bisschen erkundigt, da gibt es wirklich interessante Dinge und die würde ich mal gerne vorstellen. Aber gebt mir noch ein bisschen Zeit. Also im Moment ist es wirklich sehr, 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 sehr anstrengend alles. Das ist, ja. Viel zu tun gerade. So, Schwertransport blinkt und blinkt und blinkt. Ach, wir dürfen ja nur 60 fahren auch, ne? Ich bin jetzt schon länger nicht mehr Schwertransport gefahren, da habe ich alle Gepflogenheiten hier vergessen. Ich schlingel. So, fahren wir mal schlanke 59. Das sollte gut funktionieren. Da oben hat auch jemand angehalten, das habe ich ja jetzt erst gesehen. Fotograf hier. Paparazzi. Was Spektakuläres gibt es da zu sehen. Wieder zurück. Ja. Läuft hier mit dem Schwertransport. Es ist wirklich cooles Skinpack, wie ich finde. Habe ich zwar schon gesagt, aber das fällt mir gerade nochmal auf. Also es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Die Tankstelle. Mal schauen. Kann man auch nicht mal eben so tanken fahren, ne? Genau, was da die Probleme bereitet hat, das waren die Achsen bei diesem Schwertransport. Da ließ sich bei einem Transporter, ließen sich die Achsen nicht mehr automatisch heben. Also das ist, fehlt hier alles so ein bisschen im Euro Truck Simulator. Da gibt es nämlich so eine Fernbedienung und damit kann man dann die Achsen hoch und runter liften, wie man das eben braucht, wenn die unter Brücken durchfahren, dann brauchen die das manchmal ein bisschen tiefer oder wenn die über Bordsteine oder sowas manchmal ein bisschen höher oder so, ne? Und das muss man eben alles beachten. Und da bei einem funktionierte die Fernbedienung nicht und dann musste der immer aussteigen und die haben ja nicht umsonst solche Fernbedienungen. Das macht's halt alles einfacher, ne? Da musste er immer aussteigen und musste da manuell an den Hebeln das rumspielen. Und da das jetzt nicht nur einmal vorkommt, dass man da die Achsen hoch oder runter liften muss, ja, ist das schon natürlich eine große Zeitverzögerung. Und manchmal fährt so ein Schwertransport auch über den Rasen oder
über Grünflächen oder so. Und das muss dann tatsächlich ersetzt werden von dem entsprechenden Unternehmen. Also das ist auch dann ganz streng mit entsprechenden Geldern dann irgendwie wird das geregelt. Das fand ich auch sehr interessant. Aber klar, muss natürlich, wenn man das kaputt macht, muss man wieder dafür aufkommen. Auch, dass die Schilder und so alle rumdrehen, dann gibt es einen Trupp, der fährt vor, die drehen alle Schilder rum und dann gibt es einen Trupp, der fährt dann hinterher und die drehen, oder die machen das manchmal auch schon parallel, je nachdem, wie das personell ausgestattet ist, und die drehen die dann wieder zurück, die ganzen Schilder. Das ist Wahnsinn, was da alles gemacht werden muss. Und ich meine, das kommt ja schon nicht nur einmal die Woche vor oder so. Ich habe gelesen, letztens wurde irgendwie so ein Panzertransport oder sowas angehalten, weil die kein Begleitfahrzeug unter anderem dabei haben, aber auch hoffnungslos überladen war. Da habe ich mich ein bisschen gefragt, ich glaube, das war sogar die US-Armee, die das in Auftrag gegeben hatte. Und das waren polnische Transport, also das ist Irrsinn. Und die wurden hier in Deutschland angehalten, zu Recht. So, der fährt vor. Und wir kommen hinterher. Angenehm ruhig hier auf der Autobahn. Jetzt müssen wir schon gucken. Wir müssen auf jeden Fall noch ein Abschiedsbild hier machen, bevor sich die Gelegenheit nicht mehr bietet. Huch, was ist das denn? Seit wann gibt es denn so Überladescreens? Kenne ich noch nicht. Ah, okay. Ah, sehr interessant. Man kann das also gar nicht... Hoppala. Man kann das gar nicht fotografieren. Das ist ja interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ploppt dann einfach weg. Okay. Naja, gut. Dann ist es wohl so. Mhm. Vermutlich, weil das eben dieses andere Fahrzeug ersetzt, ne? Wird auch wieder alles für uns abgesperrt. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Autogramme gibt es später. So, und dann müssen wir da vorne abfahren von der Autobahn. Da auch wieder einige wartend. Hinten fahren noch die letzten, aber gleich wird da auch zugemacht. So. Okay, dann müssen wir jetzt noch durch den Tunnel. Gut, dass wir nichts Zoos haben, ne? Aber das ist auch genau der Grund, warum das nur auf manchen Strecken angeboten wird hier, glaube ich, im ETS. Weil da eben... Ah, da steht auch mal so ein Transporter. Weil da eben viel... oftmals die Ladung zu hoch ist für zum Beispiel Tunnel oder so. Wir hatten das ja schon mal einmal, dass das eigentlich zu knapp war. Und dass wir durch die Lichter durchgefahren sind. Das war, ja, nicht so gut. Das haben wir dann nicht so gut geprüft. Aber ich meine, wenn es einmal vorkommt, ist ja okay. Dann glaube ich noch ein bisschen weiter. Hoppala, das war ein bisschen viel. So. Wir sind auch schon in Amsterdam, ne? Im Prinzip sind wir schon da. Jetzt hier geht gerade die Sonne auf. Hervorragend. Kommen wir gerade noch pünktlich hier. 4.45 Uhr bis 6 Uhr nehme ich mal an, dass die das machen dürfen, ne? Oder bis 5 Uhr? Aber ich hätte jetzt eher auf 6 Uhr getippt. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was da die üblichen Zeiten... Ich denke mal 22 bis 6 Uhr. Das ist ja so irgendwie so eine geläufige Unterteilung. So, die fahren schon alle weiter links. Vielleicht, ich kann noch ein bisschen weiter rechts. Ist hier ein bisschen Platz. Ah, da ist auch das Flugzeug. So.
vorne steht ein weiteres Begleitfahrzeug. Mensch, hier ist ja was los. Gut, dass die einem den Weg weisen. Ich wäre jetzt glatt abgebogen. Hätte ich nicht gewusst, dass ich hier durch einen Tunnel fahren muss. Ja, ist ein bisschen albern, aber gut. Wird auch schon seine Gründe haben, warum die das so machen. Vielleicht hat es auch keine Gründe, keine Ahnung. Müssen wir noch schnell hier abfahren. Und dann sind wir gleich da. Spurwechsel. Sind wir mal wieder dabei hier. Ah, jetzt wird es nochmal ein bisschen interessant, weil jetzt wird es doch ein bisschen enger. Aber, ah, das passt doch locker. Ja, wobei, ein bisschen aufpassen müssen wir da schon. Wenn wir so fahren, dann sollte es funktionieren. So. Schön noch durch die Landschaft fahren. Und dann jetzt rein in die Stadt. Da sind wir tatsächlich kurz vor 6 in der Stadt. Also wenn alles klappt. 5.35 Uhr, 36, ja. Ja, vielleicht sind wir auch kurz nach 6, aber das ist, glaube ich, dann noch verzeihbar. Solange es keine 7 wird. Vielleicht schaffen wir es auch noch bis 6. Schauen. Ja, hier müssen wir gucken, dass wir nicht zu nah an die Leitplanke kommen. Jetzt wieder schon so fast so weit. Autobahn wurde in dieser Reportage, die ich da gesehen habe, gesagt, Autobahn sei entspannend, weil da könnte man immer durchfahren. Aber alles, was mit Landstraßen zu tun hat und so, da geht das immer auf und ab und ist nervig. So. Ja, ich wollte jetzt gerade nochmal schnell die Achsen hier sehen. Das ist nur am LKW, ne? Ah. Schade. Wäre cool gewesen, wenn man auch die Trailer hätte liften können. Wobei, es ergibt ja hier keinen Sinn. Man muss es ja nicht machen. So, da fährt auch wieder ein bisschen weiter außen, um die Leute schon mal zu warnen. Was denn damit? Wohnwagen hier auch wieder am Start. So, und dann bringen wir es schnell zum Hafen und dann wird es verschifft und dann auf der anderen Seite von irgendjemandem abgeholt, vermutlich in England. So, hier müssen wir rein. Auch sehr viel Platz. War ja wirklich sehr gut machbar. Ich glaube, die Strecke hatten wir sogar schon mal so genau in dieser Konstellation, oder? War. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir da rumkommen. Sieht gut aus. Müssen wir hier nochmal rumkommen. Das war klar. Habe ich mich festgefahren? Nirgendwo. Oder? Doch. Ich glaube, ich habe mich ganz hinten mit dem Ding, ja, ist wieder mitgelenkt. Ja. Dadurch, dass die... Ja, jetzt geht's voran. Ja. Dadurch, dass die Achsen mitgelenkt sind, muss man manchmal ein bisschen anders denken, als ich hätte nicht so weit ausholen müssen. Das habt ihr mir schon mal in die Kommentare geschrieben, aber... Es will manchmal nicht so ganz in meinen Kopf.
So. Und dann laden wir ab. Auftrag erfüllt, ausgezeichnet. Da haben wir wieder ein paar Punkte sammeln können. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da, ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und schaut auch nächstes Mal wieder vorbei. Bis dahin sage ich Tschüss und danke euch fürs Zuschauen. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche oder Ideen für Mods habt, schreibt mir das auch gerne. Entweder in die Kommentare oder per Mail an play@nordrheintv.de oder Facebook oder Instagram oder sucht euch was aus. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.